Uttana Mandukasana ist der aufgerichtete Frosch, mit anderen Worten, Frosch mit Armen oben. Ausgangsposition ist der Fersensitz. Von hier gibst du die Füße auseinander, sodass du zwischen den Fersen sitzt. Dabei können entweder die Zehen nach innen zeigen oder auch nach außen. Mache so, wie es für dich angenehmer ist oder wie du intensiver üben kannst. Dann gib die Arme nach oben und gib die Hände hinter deinem Rücken zu den Schultern. Du kannst entweder die gleiche Hand an die gleiche Schulter geben, dann ist es etwas anstrengender, oder gib die Hände an die gegenüberliegenden Schulterblätter oder gegenüberliegenden Schultern, dann fällt es leichter, mit der Kraft des Kopfes die Arme nach hinten zu schieben und auf diese Weise etwas aufgerichteter zu sein. Uttana Mandukasana mit H ist also der aufgerichtete Frosch. Letztlich sieht er genauso aus wie Uttana Mandukasana ohne H, nämlich der intensiv gedehnte Frosch.